Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge 380 von Simotrans mit dem Pack 128 German. Letztes Mal haben wir hier die schöne Schwebebahn gemacht, die wir jetzt im Rundkurs haben und vernünftig wohl läuft. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal in die Haltestellenliste rein und gucken, welche Haltestelle da am meisten Warten hat und bearbeiten die nach dem Intro, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, und das ist jetzt diese Haltestelle hier. Döbeln. Waldweg. Was liegt da? 48.000 Kohle. Also die Säulen sind alle hoch, ne? Das passt ja schon mal toll, ne? Floto. Ne, 48.000 Passagiere. Aber der Rest ist hier auch reichlich, ne? 19.000 Sackpost und Waren sind noch 2.500 und noch was, ne? Das heißt, wir müssten mal schauen, was da an 15.000 Leuten wohin will. Döbel, norddeutscher alter Bauernhof, Betriebshof. Ist das hier der da unten? Nee, ne? Das ist nicht die Gaststätte, oder? Nee, Döbel, Gasthauswirtschaft. Döbel, norddeutscher alter Bauernhof, Betriebshof. Keine Ahnung, wo der ist. Zuckerfabrik. Döbeln. Sieht nicht so aus, dass das hier irgendwo ist, oder? Waldweg, Döbeln, Auenstraße. Das ist die Auenstraße? Ne, wie heißt das? Achso, das ist hier eher hier mit irgendwo, ja. Rathaus. Keine Ahnung, wo das ist. Das muss ja dann auswärts sein, ne? Döbeln Gastwirtschaft, Döbeln Südost. Döbeln Norddeutscher? Ne, ist Süddeutscher. Radolf Zell. Döbeln Alter. Norddeutscher Importeur. Wo ist denn jetzt dieser doofe Bauernhof? Robbengasse, Gastwirtschaft, Südostwald, Mühle Betriebshof, Süddeutscher, Döbeln Weingut. Hier ist er. Döbeln, norddeutscher alter Bauernhof, Betriebshof. Hier wollen so viele Leute hin. Alter, das kann nicht wahr sein, oder? Hier stehen auch mal eben 545 Passagiere, die nach Döbeln wollen. Krass, oder? Ich kann es noch nicht fassen, dass da so viele hinwollen. Ja, der auf der Linie Stadtbus Döbeln Gasthaus ist jetzt angesagt, ne? Ja, dann müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hier einen Betriebshof haben, ne? Das weiß ich schon gar nicht mehr, wo das hier war. Ich glaube, die kamen alle von Radolf Zell, oder? Und da ist ja fast zu überlegen, dass man da jetzt sag schon, was haben wir denn da für Kapazitäten hier, die wir da reinsetzen können bei 15.000 Passagiere? Sortiert nach Kapazität. Dann müsste der sein, der am meisten hat, ne? 145 Passagiere. Stadtbus Döbeln Gasthof. Boah, da sind einige wohl veraltete Fahrzeuge, ne? Also Stadtbus müssen wir suchen, SB. Stadtbus, Döbeln, Gasthof, da ist er. Und kannst ja schon mal 10 Stück hinschicken, oder?
So, dann wollen wir die mal alle gleich starten lassen, weil hat ja anders keinen Sinn, die loszuwerden, ne? So, und dann haben wir hier noch 14 Döbeln Platinengasse. Der hält aber nicht in der Platinengasse, ne? Ne. So, wo ist Döbeln Platinengasse? Ich glaube, die war beim Ort, ne? Da oben ist sie. Ja, das ist dann ein Stadtbus hier drin, ne? Jetzt ist nur die Frage, da ist er, oder? Das war die Haltestelle einer Zuckerfabrik, so ein Shit. Das ist aber der Bus. Döbeln Zentrum, Fahrplan. Da ist definitiv keine Haltestelle bei. Der muss woanders fahren, der da wahrscheinlich, ne? Stadtbus Döbeln West. Ja, da ist es drinne. Gut. Stadtbus Döbeln West. Ja, auch wieder da hinten, ne? Ne, das haben wir knapp daneben irgendwie gehabt. Und das ist das gleiche in grün dann, ne? Na, wieso habe ich denn jetzt da schon wieder einen nicht erwischt? Da will ich... Das ist doch falsch. Ach, die fahren da gerade alle raus. Das ist das Problem, okay. Jetzt haben es geklappt. So, das heißt, den brauchen wir. Wir brauchen... Döbeln West war das. Stadtbus Döbeln West, ne? West. Und da stehen 14.000, das heißt, da müssen auch einige hin. Aber das ist nicht so weit, das auf dem Bauernhof jetzt weiterzufahren. Deswegen würde ich sagen, brauchen wir da nur 5 vielleicht, ne? 2, 3. Wieso geht das nicht mehr? Achso, kopieren. Dann machen wir mal nur 5. Und den einen, der da drauf fährt, den werden wir dann sowieso runternehmen, weil der war ja veraltet. Ja. Stadtbus Döbeln West. Fahrzeugliste. Ach, der Bulli ist veraltet, okay. Noch nicht mehr der Bus. Ja, dann machen wir da noch einen neuen Bulli drauf. Kriege ich den jetzt? Jetzt habe ich's. Das heißt, der kann zu. Mach den auch mal zu. Jetzt habe ich hier natürlich die Post nicht eingetragen, aber die kriegen wir ja schnell hin. 250 Sack. 200 Sack. Wenn er den Anhänger kriegt, dann hat er 300 Sack. Oder da, ja. Ich würde sagen, dann machen wir den und die 100 Sack da dran. Ne? Und dann machen wir Döbeln West da noch von. Und der startet. Ich habe jetzt natürlich nicht darauf geachtet, wie die Post hier so liegt. Wahrscheinlich hätten wir da auch, ne? Ja, ein Floto ist woanders. Ah, der Bulli hat auf jeden Fall nicht die Kapazitäten, die der andere hat, ne? Der 30 sagt, das verzehnfachen wir jetzt ja damit. Dann geht das ja schon mal. Den können wir mal ausmustern dann. Der kriegt das dann schon hin. So, der Rest kann fahren. Das passt schon mal. So, jetzt haben wir diese 14.000 auch. Gastwirtschaft, da fahren wir, glaube ich, rüber, wenn wir gleichzeitig zu dem norddeutschen alten Bauernhof fahren. Ich hoffe auch, dass das dann klappt mit dem Dingens zusteigen und wegsteigen. So, der Bulli ist weg. Ist nur die Frage, wie ist es in der anderen Richtung? Aber da stehen zum Glück nicht so viele. Und da warten noch Wein, wartet dann noch weggebracht zu werden. Okay. Hier ist der erste Bus. Den habe ich aber noch nicht offen, ne? Jetzt habe ich ihn erwischt und der ist auch schon voll. Passt schon. Gut, das heißt, da wird gefahren, da wird gefahren. Gastwirtschaft wird auch gefahren. Das Weingut Betriebshof, Döbeln Weingut Betriebshof. Döbeln Südost, das muss hier unten mal noch was, ne? Hier ist das Weingut.
Verbindung. Gasthaus ist auch mit angebunden. Alles klar. Ob das was wird, weiß ich nicht, ne? Das sind schon ziemlich viele dann. Und hier über Radolfzell-Lilienthal fahren noch ganz viele. Radolfzell-Lilienthal. Wo war der Bahnhof denn? Mitten in der Stadt war der. Hier, das ist Radolfzell-Lilienthal. Aber das sind Züge, die dann da fahren, ne? Würde ich mal sagen, weil hier oben dürfte ja, oder fährt hier auch ein Bus? Ne, das ist einer, der jetzt noch hier frisch auf der Linie ist. Hier sollte keiner fahren. Da sollten Züge sein, die hier hinten rumfahren. Müssen wir mal gerade gucken, ob wir hier einen entdecken, ne? Okay. Das müsste ja dann der sein. Hat gut geklappt, ne? Ja, der fährt dahin. Ist auch voll. Wie viel waren das dann? Lilienthal 2700. Und der fährt 376. Da könnte dann ein Zug noch mehr drauf, ne? Würde vielleicht Sinn machen. Was ist denn das? Ein Flirt? Ja. Und der ist nicht hier. Der ist hier. Ja, dann mal los, oder? Wie groß ist denn der? Da mal noch so einen dran hängen. Und noch mal so einen dran hängen. Und noch mal so einen dran hängen. Dann haben wir noch den da dran hängen und dann war es das. Ja. Und der fährt auf Fernzug wahrscheinlich. FZ Döbeln, Radolfzell, ist das das? Ja. Zack. Und würde ich jetzt starten, ne? So, dann ist der auch auf der Strecke gleich. Da kommt er schon raus. Verlässt das Depot. Wo fährt er als erstes hin? Nach Radolfzell, Süddeutscher Alter. Ist das hier? Ja. Hier stehen aber keine Passagiere, oder? Doch, stehen tatsächlich auch noch 1075. Aber hier sind die wenigsten. Mal gucken, ob er die alle mitnimmt. Hatte noch keine Einfahrt bisher, weil, ne? Jetzt müsste es aber klappen hier. Ja, steigen auch ein. Na, das ist ja so eine Summe, die dann da auch noch steht, ne? Die tatsächlich nicht runtergefahren wurde, wa? Dann lassen wir schneller fahren. Jetzt kommt der schon hier an, oder? Lädt, entlädt und lädt. Passt, fährt auch wieder zurück. Wie wir sind denn hier? Und zwar Radolfzell, Radolfzell, Radolfzell über Döbeln, Waldweg, Hafen sind es nur 620. Okay, von dieser Seite kriegt man das ja in den Griff, ne? Aber die anderen Stellen sind dann noch da gefragt, ne? Jetzt können wir mal gerade gucken, ob sich schon in unserer Liste was getan hat mit den Haltestellen. Ne, ist immer noch hier. Waldweg Hafen steht immer noch am meisten, ne? Allerdings steht hier auch nicht gerade bei Floto wenig. Aber das haben wir ja auch schon im Griff. Oder im Griff nicht, aber da sind wir auch schon dran am Arbeiten, ne? Ich glaube, hier stand letztens noch 36.000. Da steht jetzt nur noch 22.000. Das heißt, wir haben noch 14.000 nochmal runtergearbeitet. Ich glaube, das funktioniert hier mit unserer Bahn. Auch wenn sie sehr langsam, wie man hier so sieht, fährt. Aber am Ende klappt das schon. Glaube ich. Wissen tue ich es natürlich auch nicht, ne? Die sind bestimmt alle voll, ne? Hier fährt nur einer rum. Voll geil, oder? Ist noch ein zweiter eingestiegen. Auch geil.
Hält er an und hat 18. Steht er da in der Warteschlange? Aber jetzt muss er einsteigen, ja, 204. Für das kurze Stück wahrscheinlich nur, ne? Ja, der Rest ist nicht wichtig. Aber 12.000 gewinnen, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden erstmal, oder? Jetzt fährt gar keiner mehr mit. 6. Und pass auf, jetzt holt er wieder die 204 rein, ja, so ist es. Und wie wir stehen jetzt hier noch? 15.000. Okay, die werden aber zügig abgebaut. Da müssen wir gleich aufpassen. Wenn die runter sind, das war da nicht, ne? Moreas Schmiede. Ah, der fährt aber nicht lang. Naja, da haben wir auf jeden Fall noch genug zu tun. Ich würde aber sagen, wir machen erst wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben, gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.